MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Jo Freunde, hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von Trading bei FIFA All-Stars. Und ja, hier seht ihr schon McShane, haben wir damals glaube ich für 300 Coins gekauft und für 1000 wieder verkauft. Und ja, also falls ihr noch günstige PSN-Cards, Microsoft Points und vieles mehr braucht, schaut in die Beschreibung zu meinem Sponsor MMOGA. Wenn ihr über meinen Link kaufen würdet, würde mich das sehr unterstützen und auch freuen. Ja, dann würde ich eigentlich schon sagen, könnten wir auch schon mit der heutigen Trading-Methode beginnen. Ja Leute, also die heutige Trading-Methode ist einfach nur exzellent. Ich bin durch Zufall auf diese Trading-Methode gestoßen. Und zwar geht diese ganz einfach. Also es ist eigentlich keine richtige Trading-Methode. Es ist einfach nur eine, ich nenne es einfach mal Marktlücke. Denn wie ihr hier seht, gibt es Adebayors nur über 6800 Coins. Und ein Adebayor als Stürmer kostet 700 Coins. Und ja, damit würden wir natürlich einen riesigen Gewinn machen, wenn wir uns Adebayor als Stürmer holen und ihn dann zum Mittelstürmer umwandeln. Denn die Umwandlungskarte kostet auch nicht viel, aber das werdet ihr nachher noch sehen. Ja, dann holen wir uns hier jetzt mal einen Adebayor für 700 Coins und tun ihn in den Verein. Und ja, dann kaufen wir uns noch ein paar, denn ich will das jetzt richtig ausnutzen, denn sowas sieht man einfach nicht oft. Und ja, dann machen wir das jetzt einfach mal hier mit Bietpreisen. Ja, das geht dann eigentlich eh ganz schnell, wie ihr schon sehen könnt. Ihr bietet einfach, also beziehungsweise ihr werdet es wahrscheinlich nicht mehr machen können, weil diese Marktlücke jetzt einfach schon, sag ich mal, gefüllt ist, weil es einfach nicht mehr funktioniert, der ganze Trick. Aber falls ihr diesen Trick auch anwenden wollt, dann müsst ihr das mit einem anderen Spieler machen. Also ich persönlich kenne nur einen weiteren und das ist Oscar. Den kauft ihr als Mittelstürmer und verkauft ihn als Stürmer. Das heißt, ihr wandelt ihn einfach vom Mittelstürmer zum Stürmer um. Und da macht ihr auch einen großen Gewinn. Aber so einen großen Gewinn wie bei Adebayor, den habe ich sowieso noch nie gesehen. So eine geile Trading-Methode habe ich selbst entdeckt und bin auch ehrlich gesagt ziemlich stolz drauf. Und ja, das Prinzip lautet also, wir kaufen ihn als Stürmer, denn da kostet er ja nicht viel. Und dann holen wir uns eine Mittelstürmer-Umwandlungskarte und wandeln ihn dann einfach im Verein um. Wie das genau geht, werdet ihr dann auch noch im weiteren Video sehen. Ja, und falls ihr natürlich wie immer weitere Trading-Methoden sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall auch noch, das war ein völliger Blödsinn, was ich jetzt gesagt habe. Ich wollte sagen, wenn ihr weitere Trading-Methoden sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal und lasst natürlich ein Like da und einen Kommentar. Das ist natürlich eh immer wieder dasselbe Geschwafel, aber es ist einfach so, wenn ihr mich abonniert, dann könnt ihr in eurer Abo-Box meinen Kanal sehen und da werden oft Trading-Videos hochgeladen. Das bringt euch dann auch was, also ihr könnt davon nur profitieren. Und ja, also wäre es nice, wenn ihr mich abonnieren würdet, denn in so einem Video steckt viel Arbeit. Und ja, dann seht ihr hier auch schon, wie ich das gemacht habe. Also auf der Transferliste haben wir dann Adebayors. Die nehmen wir in den Verein. Und ihr könnt natürlich immer nur einen im Verein haben, denn man kann ja von einem Spieler nicht mehrere Karten im Verein haben. Dann sucht ihr ihn einfach, dann haben wir ihn hier, den Adebayor. Dann wandeln wir ihn vom Stürmer zum Mittelstürmer um und setzen ihn auf die Transferliste. Ja, dann seht ihr hier schon, ich habe das jetzt mit allen Adebayors gemacht. Insgesamt haben wir 6 Adebayors gesammelt. Und ja, schauen wir einfach mal, was Adebayor als Mittelstürmer wert ist. Ich hoffe, der Preis ist jetzt nicht gefallen, weil das wäre jetzt irgendwie ziemlich mies. Ja, und schauen wir hier einfach mal, okay, das sieht gut aus. 6, 8, da war schon einer von meinem anderen Account, wie ihr gesehen habt. Da stand FIFA Allstars, ich habe es nämlich mit dem anderen Account vorher probiert, bevor ich das mit dem Trading-Account mache. Und ja, dann stellen wir die jetzt einfach mal rein. So für 6000, 7000, ja, 6600. Einfach mal so reingestellt für 3 Stunden. Ich spule das jetzt ein bisschen vor, damit ihr nicht allzu lange warten müsst. Und ja, dann wollte ich euch noch kurz fragen, findet ihr es als, also ich habe natürlich eine Trading-Methode herausgefunden. Also ich habe es nicht herausgefunden, ich will ehrlich sein, ich habe es auf YouTube entdeckt.
wie man nach Informspielern sucht. Wenn ihr das noch nicht wisst, dann kann ich das natürlich auch hochladen und ich würde es so machen, dass ich das einfach dann als Trading-Methode, also als Trading-Folge hochlade, da es ja auch ein Trading-Tipp ist. Und ja, also ich werde da keinen Gewinn machen oder so. Ich werde euch einfach nur zeigen, wie man Informspieler macht. Und da wollte ich euch fragen, ob das okay für euch ist. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ja, und jetzt seht ihr schon, es ist einfach nur Weltklasse, was ich hier gemacht habe. Wir haben einfach mal, ich weiß nicht genau wie viel, aber 20.000 mit 6 Spielern gemacht. Wir sind jetzt schon bei 51.000 Coins. Und weil das eben so gut funktioniert hat, habe ich mir gedacht, ich schaue einfach mal nach, ob es immer noch funktioniert. Denn wenn ihr so etwas herausfindet, dann macht es einfach so lange, bis es nicht mehr geht. Denn das ist einfach eine einzigartige Trading-Methode, die ihr einfach nur für ein paar Tage lang machen könnt. Und irgendwann wird ein anderer draufkommen. Irgendwann sieht das wer anderer und macht genau dasselbe wie ihr. Und dann wird der Preis wieder fallen. Und ja, hier habt ihr gesehen, der Preis liegt immer noch so hoch. Und dann machen wir genau dasselbe wie vorhin. Und dann sind wir auch schon da. Ich habe mir jetzt insgesamt, ich weiß nicht genau wie viel, 3, 4, 5, 6, 7, also ich habe sie schon reingestellt, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Adebayors gekauft und genau dasselbe gemacht wie vorhin auch. Und dann schauen wir einfach mal, ob sie sich verkaufen. Ja Leute, es ist unglaublich, wir haben alle verkauft und haben somit die 100.000 Coins Marke geknackt. Ich bin richtig stolz drauf, dass ich diesen Trading Tipp selbst herausgefunden habe. Wir haben jeden Adebayor, wirklich jeden Adebayor, für einen Preis über 6.000 Coins verkauft und haben mit jedem Spieler dann umgerechnet, mit Steuern abgerechnet und den Positionsumwandlungskarten haben wir mit jedem Spieler 4.000 Gewinn gemacht. Das ist einfach nur sowas von geil und es ist einfach nur krank. Und natürlich schaue ich jetzt, ob das noch immer geht, weil ich will ja so viel Gewinn machen wie möglich und dann seht ihr es schon. 2.9, dann seht ihr noch weitere Spieler. Die sind alle gefallen, jetzt kosten die alle nur noch so 4.000. 2.9 war das erste. Natürlich würden wir noch Gewinn machen, aber einfach keine großen. Und ja. So haben wir das jetzt gemacht, das ist einfach die genialste Trading-Methode, die ich jemals herausgefunden habe und wir löschen das jetzt alles, wir haben die 100.000 Coins geknackt. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir für diesen geilen Part dieser Folge ein Like da lassen würdet und natürlich wie gesagt abonniert meinen Kanal, damit ihr solche Trading-Methoden seht und vieles mehr und ja. Morgen, Sonntag kommt dann noch FIFA All-Stars vs. FIFA Buzz, ist eine richtig geile Serie. Und auch eine richtig geile Folge geworden. Und morgen kommt dann auch noch das Salami-Pack-Opening. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, schaut bei meinem Kanal vorbei. Und dann sage ich wie immer, ciao Leute, FIFA All-Stars.